The show must go on. The Oder was show steht hier? must go on. Ach nee. Nein? Okay. Eine tragische Geschichte von zwei Star-Crossed Lovers. Aha. Echt toll. Und sieht aus, als wäre gleich Zeit für die Show. Ach nö, ich erinnere mich daran. Ja, Oh, oh der Mensch. yes. Hallo, ich verstecke mich hier oben. Kann es sein? Meine eine wahre Liebe. Verdammte Scheiße, Wetter, was geht falsch mit dir? Ein Taschenrechner mit dem Kleid an. Das ist ein Toaster. Übrigens, ich übersetze das jetzt gleich nicht, was gleich kommt. Gut. Oh, my love. Please run away. Ja, ich bin doch schon dabei. Verdammt. Monsters King. Forbids you stay. Verdammt, ich will wegrennen. Humans must. Verdammt. Life far apart. Hör auf zu singen. Even if. Hör auf. Nein, ich höre dich nicht. It breaks my heart. Nein, ich höre dich nicht. Game for you. Oh, verdammte Scheiße. Muss ich bestimmt ausweichen. In der Ja. Dungeon. Oh, schade. So richtig In a romantisch sack. gerade. And then you'll die a lot. Really sad. Verdammt, lass mich gehen. You're gonna die. Ich will weg hier. Cry, cry, cry. Scheiße. So sad it's happening. Und die Standschluppe am Ende noch. So traurig. So traurig, dass du in diesen Dungeon gehen wirst. Und ja, Toodaloo. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Oh Oh nein. Was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Dungeon hinfortgeschleppt. Ein Dungeon mit einem Puzzle, so was auch immer. Ja, und er wird sterben. Verflixte Scheiße. Oh Himmel, hab Gnade. Das schreckliche, gefärbte Fliesen-Labyrinth. Jede gefärbte Fliese hat eine sadistische Funktion. Zum Beispiel die grüne Fliese macht ein Geräusch und dann musst du ein Monster bekämpfen. Ja, rote Fliesen werden. Ja. Moment, warte eine Sekunde. Haben wir das Puzzle nicht schon einmal vor ein paar hundert Räumen gesehen? Ja, das ist richtig. Ihr erinnert euch alle an die Regeln, nicht wahr? Nein. Großartig. Dann werde ich deine Zeit nicht verschwenden, sie zu wiederholen. Und war das Ich nicht so, dass hasse dich, Orange Metaton. gibt dir orangenen Geruch und dem blaues Wasser und dem blauen Piranha und Piranhas mögen orangen Geruch, weil wollte Genau. sie dann Zitrone und dann, oh Gott, nein. Ja, und du sollst dich besser beeilen. Denn wenn du da nicht in 30 Sekunden durchkommst, mache ich dir Feuer unterm Hintern. Meine arme Liebe, ich bin so erfüllt mit Trauer. Trauer, dass ich nicht aufhören kann zu lachen. Viel Glück, Darling. Oh, my love. Es war und verflixte Scheiße. Mountain. Aua, aua. Aua. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Übers Rote? Na, okay. Aha. Was ist gerade Zitronengeruch? Grün. Aua. Ich darf da gerade nicht reingehen. Ja, weil du wegen nach Ja, aber Orangen was soll ich riechst, denn machen? Jetzt komme ich nicht deswegen. mehr weg. Ja, du bist nach Orangengeruch, Ja, aber deswegen. warum? Weil du Oh, über es tut Orange mir so gelaufen bist. leid. Sieht so aus, als wäre die Zeit abgelaufen. Das ist eine heiße Angelegenheit. Hier kommen die Flammen, Darling. Sie schließen dich ein. Kommen näher. Oh mein Gott. Jede Minute. Da brennt mir der Arsch. Das ist schön warm da.
Pass auf! Ich werde dich retten! In die Firewall, verdammt! Ich hecke mich gerade in die Feuerwand ein. Oh nein, wie konnte das passieren? Immer wieder und wieder besiegt man der brillanten Dr. Alphys Flüche! Was steht da? Das ist richtig. Komm schon, Metaton, gib endlich auf. Du wirst nie in der Lage sein, uns zu besiegen. Nicht solange wir zusammenarbeiten. Deine Rätsel sind vorbei. Geh jetzt nach Hause und lass uns allein. Puzzles, vorbei. Alphys Darling, worüber redest du denn? Hast du vergessen, was die grünen Felder machen? Sie machen ein Geräusch und dann musst du ein Monster besiegen. Nun ja, Darling, das Monster bin ich. Oh oh. Metaton greift an. Weil ich muss sagen, die Sprüche, die Alphys gerade gebracht hat, so nach dem Motto, ja, solange wir ein Team sind und so weiter, sind so Standard-Anime-Sprüche, es tut weh. Das könnte fast aus Pokémon und Digimon und so weiter kommen. Solange wir ein Team sind, ist alles toll! Ja. Seine metallene Hülle verhindert immer noch, dass er Schaden bekommt. Das ist es, Darling. Sag auf Wiedersehen. Cooles Handy. Ist das dein Handy? Du solltest besser rangehen. Hey, es sieht schlecht aus, aber mach dir keine Sorgen. Das eine letzte Sache, die ich auf deinem Handy installiert habe. Siehst du den gelben Knopf? Ja. Geh in dein Telefon-Eckmenü und drück drauf. Ah, okay. Yellow. Wir haben den gelben Knopf gedrückt. Ja. Aha. Das ist es, Darling. Sag auf Wiedersehen. Kanonen aktiviert. Jetzt drücke Z. Stopp! Oh. Oh. Du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du warst stärker, als ich gedacht hatte. Etc. pp. Hey. Ring. Es sieht so aus, als hättest du ihn besiegt. Oh, du hast dich wirklich super geschlagen da draußen. Ja, alles dank dir. Was? Oh nein, ich meine, du warst doch diejenige, der alles so richtig cool getan hat. Ich habe nur ein paar doofe Programme auf deinem Telefon geschrieben. Hey, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber kann ich dir irgendwas verraten? Ja. Bevor ich dich kennengelernt habe, ich wusste nicht wirklich, ich mochte mich selbst nicht so wirklich. Hm. Für die ganze Zeit, ich habe mich irgendwie nicht echt gefühlt. So als könnte ich nicht irgendetwas ohne dass jemanden im Stich gelassen habe. Aber... Ja, hättest du da jetzt noch ein Tee dran gehängt, würde er es hinterleisten. Aber dich zu führen hat mich irgendwie viel besser fühlen lassen, was mich angeht. Also... Danke, dass ich dir helfen durfte. Ja, keine Ursache. Ich helfe gern. Also wir sind fast beim Chor. Es ist nur noch durch das MTT-Resort. Komm schon, lass uns das beenden. Okay. Oh Mann, das wäre noch ewig lang gewesen, das Feld. Kann man es da wirklich durchschaffen in 30 Sekunden? Ich denke mal, wenn du einen vorgefertigten Weg kennst, ja. Ah, dein Ice Cream, Mann. Und die beiden Homos, ich meine die. Die beiden Homos! Hey, du schon wieder. Das Geschäft läuft hier super. Weißt du, wie ich die nennen sollte? Die beiden Bromos. Die beiden Typen da drüben haben alle meine Ice Cream gekauft. Tja, ich bin gerade ausverkauft. Tut mir leid. Warte! Ich habe immer noch was für dich.
Ein großartiges Lächeln. Wie wär's damit? Ja, ich habe eine großartige Faust, die in dein großartiges Lächeln reinschlagen kann. Du blödes Arsch, ich wollte mir gerade Highlight-Ends kaufen! Dann beschwere ich bei den Promos, die haben alles abgekauft. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Ja. Moment mal. Komm ich jetzt da raus? Nee. Nee. Hätte sein können, dass da ein verstecktes Item liegt. Oh, hey. Ja, wir... Was? Raincheck. Was ist ein Raincheck? Keine Ahnung. Ja, anderen sollen wir davon nichts erzählen, okay, kann man gern machen. Ja, anderen weißt du, glaube ich, schon Bescheid. Da, sprich ihn an. Hey! Erinnerst du dich an meinen Namen? Eigentlich schon. Was? Wirklich? Du erinnerst dich dran? Wie konnte ich nur so leicht besiegt werden? Bleibt jetzt für immer hier so stehen? Ja, der bleibt da wirklich für immer so stehen. Haben wir denn nochmal Eye-Items? Nicht wirklich. Wir müssten fast wirklich mal zurückgehen. Du kannst im Resort welche kaufen. Ach so. Gut zu wissen. Weil es wäre jetzt nämlich wirklich zurück nach Snowden gegangen. Oh, hi Sans. Muss ich jetzt erstmal mit Sans reden? Na, kannst du. Du kannst auch rechts hoch, da ist ein versteckter Laden. Go up to the group. Ja, wir sollen in die Sackgasse reingehen. Okay. Was zum Geier, wo bin ich hier nur hingeraten? Was kann ich denn bei euch kaufen? Junkfood? Also den Mystery Key würde ich empfehlen, du hast leider noch nicht genug Geld dafür. Also ich würde sparen. Ja, ich brauche Junkfood, wie viel heilt es? 17. Ich kaufe mir nochmal was ein bisschen. Oder kann ich mir noch besseres Zeug kaufen jetzt dann? Also, soll ich dich ganz mal so sagen, im Resort kannst du Items kaufen, die den Kampf später gegen Metatron einfacher machen. Okay, weil dann spare ich lieber. Ja. Reden wir mal mit dem... Ach du lieber Gott, ne, dankeschön, tschüss. Mit euch habe ich jetzt gar keinen Bock zu reden, tschüss. So, hi Sans! Hey! Ich habe gehört, du gehst zum Chor. Na, wie wär's, wenn wir erstmal was essen gehen? Natürlich. Oh Mann, also Sansa ist jetzt ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, das zwischen uns, also... Ja, großartig. Danke, dass du mir vertraust. Ja, hier drüben. Ich kenne die Abkürzung. Klar, durch die dunkle Seitengasse ist klar, Sans. Und ja, hier sind wir. Also... Deine Reise ist fast vorbei, hä? Du musst wohl wirklich nach Hause wollen. Hey! Ich kenne das Gefühl. Nun ja. Manchmal ist es vielleicht besser, das zu nehmen, was dir gegeben wird. Jetzt mal ganz ehrlich, hier mal eine kleine Unterbrechung. Und auch an die Zuschauer. Ich stelle jetzt dir die Frage, aber die Zuschauer dürften es selber fragen. Stellt euch vor, ihr kommt in diese Situation, wie unser Held hier. Man fällt in den Untergrund und trifft so viele nette Leute. Pipapo und so weiter und so fort. Würdet ihr... genau den gleichen Weg einschlagen wie wir hier und wirklich den Weg nach Hause suchen oder, wie Sans hier sagt, das nehmen, was gegeben ist? Was, bleib hier, ich bin voll chillig, ich bleib jetzt hier. Also ganz ehrlich, ich müsste mich sehr stark entscheiden manchmal. Klar, es wäre immer blöd, wenn die Familien so ständig wieder sieht, aber man könnte ja immer noch nach einem Weg suchen, die Barriere zu durchbrechen, dass sich beides verbinden lässt. Richtig. So dass Monster an die Oberfläche kommen können und man die nicht zurücklassen muss. Ja, hier unten hast du Essen, was zu trinken, Freunde. Ja. Ist das, was du zu tun hast, es wirklich wert? Genau diese Frage habe ich mir gerade auch gestellt. Ah, vergiss es. I'm rooting for you. Rooting ist es ein bisschen schwer zu erklären, sagt man so, ist einfach so... Es findet gut, dass ihr Freunde seid, so in Elfa. Ach so, oder... Ja, okay. Sans, was ist da drüben so interessant? Hey. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Sentry. Wächter, oder? Mhm. Also, als ich im Snowdenwald ein Wächter war. Und, ja, da saß ich rum und hab nach Menschenausschau gehalten. Es ist irgendwie ein bisschen langweilig. Glücklicherweise, tief im Wald, da ist diese große, geschlossene Tür.
Ja, die ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. An einem Tag also habe ich geklopft. Wie immer. Ich habe an die Tür geklopft und gesagt, Klopf, Klopf. Und auf einmal, von der anderen Seite, ich habe eine weibliche Stimme gehört. Wer ist da? Also natürlich habe ich geantwortet, Dishes. Dishes, woo! This is a very bad joke. Dann ist sie unter Gelächter zusammengebrochen. Ja, so als wäre es der beste Witz, den sie in 100 Jahren gehört hat. Also bin ich immer wieder gekommen und sie hat immer weiter gelacht. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend davon, hat sie an die Tür geklopft und gesagt, Klopf, Klopf! Und ich habe gesagt, wer ist da? Old Lady! Old Lady who? Oh, ich weiß gar nicht, dass du jodeln kannst. Wow. Ich muss es nicht sagen, aber die Frau war wirklich gut. Wir haben es beibehalten, dem anderen jeweils Witze für Stunden zu erzählen und so weiter und so fort. Und ich weiß, meine Übersetzungskunst ist echt klasse. Ja, irgendwann musste ich gehen. Papyrus wird ein bisschen grantig, wenn er seine Schlafenszeitgeschichte nicht kriegt. War es nicht Fluffy Buns? Ja. Aber sie hat gesagt, ich soll wiederkommen. Und ja, das habe ich getan. Ja, und ich bin wiedergekommen. Und wieder. Ja, und jetzt? Und wieder, und wieder, und wieder. Und dann wieder, und dann wieder. Telefon für dich, Frisk, und dann wieder, und dann wieder. Ja, und jetzt ist es irgendwie so ein Ding, ne? Mhm. Schlechte Witze durch die Tür zu erzählen. Ja, das ist klasse. Das ist klasse. Eines Tages habe ich bemerkt, dass sie nicht sehr viel lacht. Ich habe ihr gefragt, was los ist. Ich habe hergefragt, was los ist. Ja, das ist schon klar. Dann hat sie mir etwas Seltsames erzählt. Wenn ein Mensch hier durchkommen sollte durch diese Tür, könntest du bitte, bitte versprechen, auf die Menschen aufzupassen, sie zu beschützen. Willst du das? Nun ja, ich hasse es, Versprechen zu machen. Und ja, diese Frau. Ich kannte nicht mal ihren Namen. Aber so jemand, der so gerne schlechte Witze mag, hat irgendwie etwas, wozu du nicht Nein sagen kannst. Verstehst du, was ich dir sagen will? Das Versprechen, das ich ihr gemacht habe. Du weißt, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte. Kumpel. Du wärst tot, wo du gerade stehst. Hey! Kopf hoch! Ich mache nur einen Witz. So nebenbei. Habe ich nicht einen großartigen Job gemacht, dich zu beschützen? Ich meine, schau dich selbst an. Ja, du bist nicht dein einziges Mal gestorben. Da hat Muffet aber eine andere Meinung zu Sans. Hey. Was soll dieser Blick bedeuten? Liege ich falsch? Ach, Sans, du kannst nichts für meine Unfähigkeit. Coole Pflanze. Nun ja, das ist alles. Pass auf dich auf, Kid. Irgendwem bist du irgendwas wert. Oder so ähnlich. Weißt du, über wen Sans geredet hat? Toriel. Ja. Voll süß, ne? Aha, so eine Superstar-Wand, wie sie in den ganz großen Restaurants in Amerika zum Beispiel rumhängen. Da, wo dann die Bilder von was weiß ich wem da rumhängen. Also es gibt natürlich auch Restaurants, wo du zum Beispiel irgendeine komische Ess-Herausforderung schaffst, wirst du auch aufgehangen. Mhm.
Ja, das Essen hier ist so gut, dass ich dafür sterben könnte. Ja, ja. Mein Gesicht schmeckt klasse. Okay, ist es wie ein Michelin-Männchen hier unten oder was ist da los? Oh, in Orange, also in Cheetos, keine Ahnung. Als ich hierher gekommen bin, habe ich vergessen, eine Reservierung zu machen. Aber ich will nicht so aussehen, als hätte ich versagt. Also bin ich weitergegangen. Ja. Hm. Ja, was macht er? Den Dünger davon essen? Ihh. Lecker. Wenn es ihm schmeckt. Der sieht auch fröhlich aus. Das ist Hellboy. Ja. Das tut mir ehrlich. So, nebenbei haben wir die hier Labyrinthe gegraben mit Puzzle, um menschliche Attacken abzuwehren. Aber jetzt, ja. Irgendwelche Dinge zu bauen, die verstrickt und verwirrend sind, ist eine Art Tradition geworden. Hä? Achso. Du kannst keine zwei Schritte gehen, ohne in irgendeinen Puzzle reinzugeraten. Hey, das ist doch Snowdrakes Vater hier. Richtig. Ja, ich bin der hoteleigene Comedian. Ich bin sehr lustig. Menschen lachen über meine Witze. Nun ja, mein Sohn, der wollte auch wie sein alter Vater ein Comedian werden. Aber seine Jokes, die sind nicht sehr witzig. Er erzählt diese schrecklichen Wortwitze. Er ist eine Schande für unsere Familie. Das ist nicht witzig. Was? Seit seine Mutter gestorben ist, oder? Timer, halt die Schnauze, das ist ein dramatischer Moment! Sorry. Du bist mein Timer? Ja. Ja, er kann nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggelaufen. Ich hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein schrecklicher Vater. Das ist nicht witzig. Oh doch, das ist witzig. Was ist denn mit dir passiert? Du musst dir was abhören, um essen zu können. Du brauchst außer der Reservierung für den Stuhl und für dein Besteck und fürs Essen. Aha. Na, den Brunnen haben sie aber auch nicht so gut durchdacht, ne? Na, warum auch? Vielleicht soll das ja so sein. Diese relaxing Atmosphäre im Hotel erfüllt uns mit Entschlossenheit. Was uns nicht alles mit Entschlossenheit. Origami-Männchen. Ja, süß. Hallo im MDT-Resort. Das größte Apartment-Hotel in Hotland. ob du jetzt für eine Nacht hier bleibst oder hier leben willst. Das MDT-Resort, ja, ist ein großartiger Platz zu bleiben und so weiter. Du kommst doch durch hier, oder? Super. Ja, ja. Das MDT-Resort ist auch super zum Durchkommen. Da ist was eingraviert, oder? Super. Hast du es gelesen? Metaton hat es, glaube ich, letzte Woche erst hier reingepackt. Nee, das Ding ist schon älter, der Brunnen an sich, aber Metaton hat sich letzte Woche erst hingestellt. Achso. Wow! Zimmerservice! Hast du mein CT? Nein. Dann. Ach du lieber Gott! Ach du lieber Gott! Ja. Ich habe jetzt gar keine Lust, mit den allen zu reden. Red doch mit den anderen Tieren. Monstern, sorry. Ja, wir wissen's. Der Aufzug zur Stadt funktioniert nicht. Okay. Nein. 200G ist doch voll super. Aber da in dem Food-Snack-Dingens kannst du... wo willst du hin? Da, zum Burger. Oh, Burger-Fans. Willkommen im MTT-Brand-Burger-Imperium. Das Glamour-Burger. Nicht des Krabben-Burgers? Bin ich hier nicht in der großen Krabbe? Nein, das ist Patrick. Okay. Was? Hier ist 14, very popular... Steak in the shape of Madison's face. Ja. Don't ask, please. Aber ich würde Glam Burger nehmen.
Wie viele? Komm, einen nehme ich noch. So. Alles in Ordnung. Total. Wollen wir mit ihm reden? Ich glaube schon. Was? Du musst versuchen, mit mir zu reden? Ich werde in Schwierigkeiten kommen, wenn ich mit den Kunden rede. Tut mir leid. Oh. Ich wollte immer ein Schauspieler sein. Romance Advice, komm. Hör mir zu. Ich mag dich, kleiner Kumpel. Also werde ich dich vor einer Menge Schwierigkeiten bewahren. Interagiere niemals mit attraktiven Menschen. Oh, verdammt. Zu spät. Selbst wenn du einer von ihnen bist. Ja. Außer wenn du einer von ihnen bist. Ach so, außer wenn du einer von ihnen bist. Ja, dann werden sie dir Beachtung schenken oder so ähnlich. Was? Sneak. Wahrscheinlich der rausschmuggeln. Ach so. So wie das letzte Mal, als die zwei Chicks mich gefragt haben, ob ich ihnen zwei Glamour-Burger rausschmuggeln kann. Und ich, naiver Teenager, der ich war, habe ihnen ja gesagt. Schlechte Idee. Dieses Gesicht. Ich will mehr lesen. Hey, Glamour-Burger-Story, genau. Ja. Also bin ich in die Gasse gegangen, um die zwei Ladies zu sehen. Und weißt du, was als nächstes passiert ist? Nein. Mein Boss hat mich gesehen und hat mich gefragt, was ich mache. I was so startled. Wahrscheinlich geschockt, oder? Also, ich war so geschockt, dass die Burger, die in meinen Taschen waren, auf den Boden gerollt sind. Da ich nicht mein Gesicht verlieren wollte, wollte ich sie wieder aufheben. Aber als ich mich nach vorne gelehnt habe, war mein... Was? The weight of the remaining... Achso, hat das Gewicht der restlichen Burger meine Hosen dazu gebracht, runterzufallen. Dann habe ich die Mädels ausgelacht. Deswegen trägt man einen Gürtel, liebe Jungs. Mhm. Tja, und jetzt nennt mich jeder Burger-Fans. Nimm es von mir, kleiner Kump. Worüber wollen wir denn jetzt mit ihm reden? Metaton. Ach, Metaton, okay. Als ich das erste Mal nach Hotland kam, war es mein Traum, gemeinsam mit Metaton zu arbeiten. Schlechte Idee. Ja, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, kleiner Kumpel. Warum? Gott, hast du dich mal umgesehen? Dieser Ort ist ein Labyrinth der schlechten Entscheidungen. Und jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas zum Besseren zu enden. Tja, und dann kommt der Herr und sagt, dass es nicht so, wie sie es an der Oberfläche machen würden. Oh, richtig. Was ist Sequins? Was ist Sequins? Warte, das will ich jetzt nachgucken, was das heißt. Okay, ich will Freunde, wissen, woraus diese Burger bestehen. Wir wollen wissen, woraus diese Burger bestehen. Also, einen kleinen Moment. Sequins ist... Pailletten. Ach so, also sowas wie so Glitzerzeugs oder sowas. Ja. Menschen essen immer Hamburger, die aus solchen Pailletten und Kleber gemacht sind. Warum ist MTT noch schlecht? Warum finden Menschen ihn nur so attraktiv? Er ist hallo, ein fahrender Taschenrechner! Ich hab ne Schwäche für Roboter. Rectangle ist ein Rechteck, oder? Um genau zu sein, ist ja nur ein verdammtes Rechteck. Verstehst du? Einmal habe ich eine dieser... Was? Kids Online? Aha. Metaton. Metaton, ach sag so, ich schon. Hat eines von diesen Do-It-Yourself-Kids bestellt, damit er sich mehr rechteckig machen kann. Ach so. Schlechte Idee. Sie haben nicht funktioniert. Reden wir über seine Zukunft. Zukunft? Weiche Zukunft! Hier unten gibt's keine Zukunft! Ich werde wahrscheinlich in diesem dummen Job für immer gefangen bleiben. Aber warte! Warte, da ist noch mehr. Billy Mays. Da gibt's eine Sache, die mich vorantreibt.
Wenn Asko mehr Seelen bekommen würde, könnte er endlich an die Oberfläche kommen. Das wäre eine brandneue Welt. Da wäre vielleicht eine zweite Chance für mich. Für jeden. Also bleib stark, kleiner Kumpel. Wenn ich groß werde, werde ich dich im Hinterkopf behalten. Schon recht, jetzt gib uns mal noch bitte einen kleinen Rat für die Zukunft. Ich komme in die Jahre, also dass wir dir einen kleinen Hinweis geben, kleiner Kumpel. Entschuldigung, ich habe einen Schluck aufbekommen, scheiße. Du hast immer noch Zeit. Lebe nicht so wie ich. Ich bin 19 Jahre alt und ich habe jetzt schon mein ganzes Leben verschwendet. Shit, ich bin älter als er. Scheiße. Ja, ich auch. Okay. Aber ich liebe es, wenn so Teenager so mit 16, 17 Jahren ankommen, versuchen, das Leben zu erklären. Das ist schön. So, was haben wir denn hier sonst noch? Wo können wir denn jetzt noch, sonst noch hingehen? Nach oben, oder? Da geht nicht, der Fahrstuhl. Ja, aber da oben geht's auch noch lang. Ja. Ja, ich überziehe den Part jetzt mal maßlos. Das ist mir scheißegal. Oh, wieso? Wir könnten theoretisch noch einen machen und schauen, was dann hinter der Tür ist, wenn du noch Zeit hast. Ich denke, ich habe Zeit. Ich muss nur ins Bad. Verdammte Scheiße, Alphys. Also, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Ciao.